Hallo und willkommen hier auf Chaos Friends. Hallo! Hallo! So, heute gehen wir ins Nether. Echt? Und bauen einen Weg zur Festung. Klasse Idee. Noch irgendwas vergessen? Ja, Bier trinken. Ich würde sagen, rein ins Portal. Rein, hurra! Netherportal überlastet! Netherportal, wir blubbern! Wir blubbern zu viel! Leider. Da sind wir! Yay, so! Hier ist ausverkauft! Oh, da ist ein Gast! Einmaliger, was? Also, Steckzugang? Mit wem tue ich jetzt Sätze? Mit dem Dave und. Mit dem Frau Zappi? Oh nee! Ach, mit dem Chaot! Ja, natürlich! Da gibt's noch zu, Ramona, das macht dir doch Spaß, hä? Ja, dann runter. Ja, komm, Ramona, ja. Du willst es doch auch. Aber wir brauchen. Vorsicht vor Lava, ne? Echt? Ja, wieso, ihr seid ja die Lava kriegen wir. Ich meinte zu Drachen und. Achso. Was ist jetzt eigentlich? Treppen, oder? Keine ja, Slaps. Würde ich auch sagen, Treppen. Das wird so ein Lava! Haha! Haha! What the fuck? Ich sag's gerade noch. Leute, lass mich mal lieber vorgehen, ey. Das ist ja jetzt so heikel hier. So, was ist denn jetzt mit dem Weg hier? Also, dieser Weg, der ist jetzt auf der Originalhöhe oder wollt ihr den jetzt noch tiefer machen? Was machen wir da jetzt? Slaps? Die Treppen muss man einfach Tappi machen. Ich hab nur Slaps. Also den jetzt, diesen da Weg. Da oben ist die Säge, du kannst ja auch welche machen, Dave. Meinst du nicht, das Säge ist zu flach? Ich bin jetzt schon zu weit weg. Ist das nicht zu flach? Okay, hat die Säge jemand mitgenommen oder was? Nein. Wollen wir einen Ich weiß nicht, oder die Decke einhören. So, das war, oder was machen wir jetzt, die Treppe? Ja, pass auf, dann gehen wir jetzt einen tiefer. Warte. Hey, ups. Was ist jetzt los? Moment. Gehen einen tiefer. Einen tiefer? Gegen der Decke. Da fehlt was. Irgendwo ist eine Spitzhacke kaputt gegangen. War bei mir. Hier ist noch ein Netherrack. Haus ab. Nee, wieso? Ihr seid doch die Abbauer. Ja. Hier war auch noch was übrigens. Ich will euch nicht eure Arbeit streitig machen. So bin ich ja nicht. Bin ja sozial. So? Hier nur noch geradeaus? Ich glaube, das ist erstmal ein Stück geradeaus, müsste es sein. Ich glaube, da müssen wir eine Treppe hinsetzen, oder? Ich dachte, ihr wolltet direkt einen Tunnel graben. Machen wir doch gerade. Ja, das ist doch der vorhandene Weg. Der ist doch richtig, der geht ja auch in die Richtung. Hätte man ja gleich TNT machen können. Das ist doch noch ewig verwinkelt, oder nicht? Deshalb hatte ich ja gemeint, dass ein Team vielleicht von der anderen Seite anfangen kann, also von der Festung selbst. Ja, kann man machen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir uns dann treffen. Ja gut, wenn wir den vorhandenen Weg ablaufen, nein, ist jetzt egal, jetzt machen wir es so. Also das hier ist eben nur fertig jetzt hier. Ich sehe schon, also die haben jetzt schon ein ordentliches Stück hier durch hier. Und ich höre eine Spitzhacke nach der anderen kaputt gehen. Ja, ist normal in Minecraft. Ja, das stimmt. Ich müsste auch mal noch ein bisschen Quarz farmen. Ich muss da nichts. Ich muss mal abbauen. Ist doch auch abbauen. Ja, ich baue doch ab. Siehst doch, dann die Zeit. Und Frau Zappi steht hier rum und macht gar nichts. Ja, die sind zu langsam da vorne mit dem Abbauen. Stimmt. Wow. Das Abbauteam, das ist zu langsam. Hallo Abbauteam, bisschen schneller. Wir sind ja, gell, wir sind schneller. Sind schon dabei. Ja, wir sind schneller wie ihr. Dann gib mir eine bessere Spitzhacke, du Lol. Kauf hier eine Dachen. Ja, Geld. Gib mir Geld. Ja, jetzt müssen wir wieder warten. Und ey, freust du dich schon auf morgen? Nein. Na, ich muss erst mal gucken, ob ich das überhaupt für mich lohnt, weil ich habe nicht einen einzigen Film, den ich suche. Was? Echt nicht? Nein, nicht einen einzigen. Ich habe wenigstens drei gefunden. Und für 5 Euro Eintritt sollte es sich natürlich lohnen. Frau Zappi, die sind ein bisschen zu langsam da vorne. Jo. Aber dann hilf doch einfach mit, du
Schnürschnecke. Ich glaube, Drachen geht heute Nacht auch leer aus. Das schläft heute auf dem Balkon. Der sagt dann dreimal Penis. Warte, bis die Aufnahme gestoppt wird. Außerdem habe ich noch Bier da. Willst du wohl, wo der heute Nacht schläft? Im Hundezwinger. Beide Meerschweinchen darf er übernachten. Weißt du was, dann hau ich einfach ab aus der Wohnung, dann gehe ich halt was trinken, dann hol ich mir einer rein. Ganz jo. Einfach. Was Idee. Willst du dir? Nein. Also ich habe was anderes verstanden. Ja, für mich eine Frage. Weißt du, Mona? Da hat das Abbau-Team schon wieder was vergessen. Was hast du für eine Frage? Kann ich jemand hier die Sachen einsammeln und... Hey, was machen die da schon wieder? Und uns mit Spitzhacken versorgen? Das wäre eine gute Idee. Gut, wir warten hier. Oh Mann, ey, das Abbau-Team war auch schon mal besser. Ich habe nur noch ein vernünftiges Personal heutzutage, findet man. Ja, das findet man sehr schwer von dir. Ja, echt, also... Übrigens, wo ist unsere Säge? Aber Frau Zappi... Ich hab sie dabei. Frau Zappi? Ja. Frau Zappi, können nicht alle so professionell arbeiten wie wir? Ja. Hier. Ramona, hier ist die Säge. Vorsichtig. Ich brauche nämlich nochmal Slaps. Hier würde ich schon wieder was vergessen. Sind wir eigentlich noch auf Kurs? Reklamation! Weiß ich nicht. Drachen, sind wir noch auf Kurs? Was? Du bist voll leise. Wir kommen bestimmt bei unserem Portal raus. Naja, also die Richtung ist schon richtig, aber... Ja, natürlich. Aber wir müssen doch schon längst da sein, oder? Nein, das ist ein langer, langer Weg. Ewig. Was? Wir sind denn hier zu sechst? Ja. Aber überleg mal, wie schnell wir euch am A kleben. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus da hinten bei euch. Ups. Ja, besser. Ja. Ich klebe wie an Honig. Ja, weil wir die schnellsten sind. Lava! Au! Von Tappi! Oh. Ey! What the fuck? Warum brennt der jetzt schon? Hier? Weil er schon in der Lava gebadet hat. Ich hab mal. Mir war kalt, Ramona, weißt? Ich habe mich ein bisschen aufgewärmt in der Lava. Da. Okay, die müssen wir auf jeden Fall zumachen. Ja. Jetzt müssen wir warten. Ist sie nur am Rad? Ich verstehe das gerade nicht. Wo ist denn unser Gang, aber Drachen? Wir graben doch hier voll einen neuen Gang hier, oder? Oder ist der falsch? Ihr habt euch schon verlaufen, sie gibt's zu. Ja. Ich sag doch, wir kommen beim Portal wieder raus. Einmal im Kreis. Nee, das ist richtig. Das ist richtig noch. Nur ich frag mich, wo hier. War hier irgendwo offen an der Seite? Jetzt müssen wir weiter, oder? Frau Zappi, oder? Ja. Leute. Das Buddelteam ist ein bisschen zu langsam. Was macht denn das Buddelteam eigentlich hier? Die machen Pause, so wie es aussieht. Ja. Also, Frau Zappi, also wir sind, glaube ich, hier zu überqualifiziert für den Job. Ja. Kann mal jemand Spitzhacken holen? Ich kann sie dir craften, wenn du willst. Ah. Ja, das ist gut. Die bräuchten wir auf jeden Fall. Soll ich dir eine craften? Wie viel braucht ihr denn? Wollt ihr Eis oder Stein? Stein. Egal. Wie viel braucht ihr? 200. 20? Ungefähr. 40? Dann mache ich hier eine Kiste oder so, ne? Ich bin voll mit Kuppel. Wie soll ich da 20 Spitzhacken rein? So, Leute, also irgendwie werde ich jetzt so langsam ein bisschen narrisch hier, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass hier der Weg tatsächlich so war. Das kann nicht sein. Wir müssten schon längst da sein. Ja, die Frage ist, habt ihr die nicht schon abgesteckt, habe ich verstanden? Wir haben einen Weg, der zur Festung führt, der ist allerdings nicht komplett untertunnelt. Das ist das Problem. Ach so. Weißt du, also wir haben jetzt nur so, dass wir da durchgehen können, aber irgendwo muss er. Hier ist doch ein Gang, oder? Ich glaube, wir sind hier. Drachen, du hast viel zu weit gegraben, Drachen. Oh. Guck mal, hier ist der Weg.
Aber ist egal, dann können wir den nutzen, jetzt geht's hier weiter rein. Was ist mit dem, den wir jetzt umsonst gebaut haben? Können wir den behalten abbauen. Wir. Wir brauchen ja, wie gesagt, wir brauchen ja eh noch. Oh je, Chaos-Truppe. Ja, ein weiter runter noch. Ja, ein weiter runter. Und so haben wir auch kein Problem mit der Lava übrigens. Jetzt sind wir nämlich gleich draußen. Siehst du, wusste ich doch, das ist zu weit. Weil ich habe doch das mit meinen Fackeln hier gemacht. So. Was ist mit euren Spitzhacken? Wollt ihr die nicht mitnehmen? Ich dachte, die bringt er uns. Wie denn, wenn ich vollgestopft, wenn mein Inventar voll ist mit Cobblestone, feine Craft, wie soll das gehen? Weiß ich nicht. Truhe bauen. Da drüben ist die. Ja, die und die nehme ich, die packe ich mir auf den Rücken, oder wie? Die ist da drüben. Faust, Happy, du bist aber auch sehr, sehr kompliziert, muss man auch ehrlich mal sagen. Also, wie soll man mit so jemandem arbeiten können? Also wo geht's lang? Hier oder wo? Hier bin ich, ja. Ah ja, okay. Genau, und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier den Gang reingehen. Das wäre dann hier. Ich glaube, das habe ich doppelt. Da. So, das Abbau-Team ist ganz schön. So, hier setze ich jetzt auf jeden Fall. Wer hat jetzt die Spitzhacken? So. Frau Zappi hat die mitgenommen. Nein, habe ich nicht. Die sind da drüben in der Kiste. Ach so. Bring mir auch mal eine mit, bitte. Kiste ist weg. Wer hat denn die jetzt wieder geklaut? Haben wir jetzt schon die Polen hier, oder? So. Also hier würde ja dann Glas hin. Also die hier habe ich mitgenommen. Aus der Hauptwelt. Was soll ich hier mit den Spitzhacken? Ich kann nichts aufnehmen. Ich brauche eine, wo denn? Wie soll ich da jetzt durchkommen zum Grab? Sag mal. Ich grab links. Die links. Danke. Seite. Seite, hier geht's rein. Oh, Leute. Meine Kraft grabt in die andere Richtung. Und also, übrigens. Wir haben schon wieder Lava. Hallo? Ja. Hallo? Hast du meine Axt? Eine Axt? Ja, hier ist eine Axt. Abbauteam, ihr müsst den ganzen Tunnel auf abbauen, ja? Nicht nur mal ein paar Blöcke. Ja, weil ich kann da gar nichts. Sind's auch schon dabei. Ja, ich kann da nicht helfen. Zack, zack. Ah, komm, Frau Zappi, warten wir mal hier. Zack, zack. Ja. Laufen lassen. Oh, laufen lassen, nee. Nein, nicht das, was du meinst, Dave. Nicht das, was du meinst. Oh, wir können endlich weiterarbeiten. Ah, ist das schön, wenn man arbeiten kann. Und nicht nur rumsitzt. Ja, das ist dein Problem. Wieso? Jeder hat seine Aufgaben. Ich will nicht die Aufgaben der anderen wegnehmen. Nachher sagt Marco, die anderen kriegen das alles so gut hin, da brauchen wir euch anderen nicht mehr. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier einen Weg irgendwie nach oben machen. Nach oben? In welche ich schätze Richtung? Mal schon. Ich muss mal vor. In welche Richtung? Gucke ich gerade. Okay, also Frau Zappi, in welche Richtung muss ich? Hier, da wo ich jetzt stehe. Ah. So. Dann wollen wir mal. Hallo, Zombie? Ja, hier hoch. Eigentlich geschlossene Gesellschaft. Zombie in der Lava. Wer hat die Lava schon wieder freigesetzt? Brauchen wir hier einen Kampf. Und Zappi fackelt dich immer gerne ab, Ugi. Ja. Der Zombie-Pigman muss mal hier verschwinden. Einfach in Ruhe lasse. Ja, aber der stört. Wir müssen noch den Weg bauen. Einfach in Ruhe lasse. So. Gib ihm eine mit, Dave. Was? Gib ihm eine mit. Nee, das Nein. Mach du mal. Mach du mal, Pott. Also wenn ich mich nicht täusche, greifen die alle an. Also uns alle. Ja. Ja. Wenn man alle in Reichweite. Alle in Reichweite, genau. Wenn man sie kaputt macht. Oh, ja, schub sie runter. Geschlossene Gesellschaft. Runter. Weg mit dir. Komm. Geil. Und, ist er? Ist auf jeden Fall mal runtergeblumst. Ungewetsch. Ja, Bauteam. Was ist mit dem Boden? Ja.
Frage mich auch gerade. Aber wie soll ich denn so arbeiten? So. Waffenpots habe ich schwer hier zu arbeiten. Ja, unter diesen Bedingungen. 2, 3. Ich glaube, wir müssen mal über eine Gehaltserhöhung nachfragen. 2, 3. Gibt's nicht. Weil man immer aufgehalten wird hier. Ja, wenn du gut zahlen kannst, kein Problem. Wieso? Ich meine ja euch. Ich würde sagen, so 20 Dias pro Stunde. Für jeden? Ich habe keine. Ich muss selber besorgen. Ja, dann hast du Schulden. Also das ist keine gute Sache, Drachen, wenn man schon Schulden hat hier auf dem Server. WTF, ja. Und das denn? Dann kriegst du auch keine Schleimbälle. Brauche auch keine mehr. So, das bleibt ja so. Das heißt, der nächste wäre ja dann hier, ne? Das ist ja definitiv rechts runter, also hier. Wusste ich doch, dass das Ding untertunnelt ist. Habe ich doch selbst gegraben hier. Was war das denn? Wir benutzen jetzt die Höhe, Marco. Wie bitte? Die Höhe. Was willst du denn sagen? Also wir können auch noch eins runtergehen, wenn du willst. Also ich versuche erstmal hier die Lava-Problematik hier aus. Du kannst ja hinter mir hier diese Zweierreihe noch wegnehmen, genau. Und ich versuche das hier oben hinzubekommen. Ich mache jetzt mal die Arbeit vom Abbauteam. Boah, haben wir jetzt hier viel von dem Netherrack-Zeug, ey, krass. Den brauche ich. Okay, na, das kannst du dann haben, da kann ich eine ganze Kiste voll machen, du. Ja, ich bräuchte Quarz. Ich bräuchte Glowstone, falls wir darüber stolpern sollten. Ja, stimmt, Glowstone bräuchte ich auch. So, das aber das wäre mal eine Sache, die man noch einfach machen sollte. Eine einfache Lichtquelle, die auch so wie Glowstone und Seelaternen sind, nur dass man die einfacher quarzen kann. Das wäre noch gut. Man will jetzt 4 breit, oder wie? Was? Wieso 4? Hier ist 3 breit. An dem Eck ist es hier so gebaut. 3 hoch, wie immer. Okay. Drachen bringt's in Ordnung. Ja. Perfekt. Sehr gut. Ich folge mal Marcel. So, ich hab jetzt erstmal hier erstmal 14 Spitzhacken gemacht. Ey. Lava! Schon wieder. Also hier vorne ist jetzt keine, weil ansonsten könnte ich sie gleich wegmachen. Deswegen, ja. Ich bräuchte mal wieder Spitzhacken. Ja, in der Kiste. Nein, hier, lasst, hier vorne ist Kiste. Echt? Ah, okay. Ja, ich hab bei dir? Habt ihr sie mitgenommen, ja? Okay, gut. Nee, ich hab die schon damals dorthin gebaut. Weil ich dachte, die ist ganz auf der anderen Seite. Nee, das ist die von Zappi, wo du auch reingeguckt hattest. In deiner Folge. Das Abbauteam vergisst schon wieder die Hälfte hier. Ja, wo wir wieder nicht abbauen, wo wir wieder... Materialeng besser. Ach, hier ist die Kiste, die Marco meinte. Würde eher Motivationsengpässe sagen. Nee, Material. Statt Bier könnte man auch mal einen Kaffee trinken. Nee. Kaffee ist auch gut, aber Bier ist besser. ja, da gebe ich. Marco, ja, wieso der Biersüffler sagt ja, dass Bier besser sein kann. Ja. Wasser ist noch besser. Das stimmt. Kommt drauf an, wann. Ich mache also so. Zappi. Okay. Der Mensch braucht viel, viel Wasser. Ja. Der Mensch entsteht über 90% aus Wasser. Das ist ja richtiges ist Wasser. Ist doch im Bier enthalten. Das stimmt. Auch wieder. So, what the fuck. Also irgendjemand vergisst die mittlere Reihe hier. Ja, dann kann ich nie weitermachen. Ja, nicht heule. Gebühren zahlen. Jetzt hier ein Block? Ja, da kann ich dann nie weitermachen. Das ich brauch bald neue Dings, Slabs. Wo ist eine Steinsäge? Die hab ich. Für Drachen, die Netherrack ist in der Dings drin, ja? In der Kiste. Ja. Ich hab's gesehen. Alles sag mal, Watergate Crafter, kannst du auch die mittlere Reihe abbauen? Welche mittlere Reihe? Die unten. Frau Zappi, kannst du mal die Steinsäge? Die hier.
stellen? Also ich mache die Viererreihe erst. Die da hier, weißt? Ja, das macht Drachen da im Hintergrund. Also der läuft da hinter mir, der Drachen. Und der ist neben dir. Neben mir auch. Also die linke Seite nimmt doch. Ja. Die Steinige mal? Hier. Es sind keine Trainer. Mann, kannst du gut singen. Ja, ne? Wahnsinnig. Auf jeden. Soll ich mal von hinten anfangen, Frau Zappi? Oh, nee. Ja, geil. Meine Güte. Wird er hier immer besser. Ja, wirklich. Du. Wird er hier immer besser. Nein, ich meine die Steine zu sehen. Ja. Würde ich jetzt auch sagen, Ramona. Ja, kannst von hinten anfangen, Ramona. Also bitte, ne? Bleib treu. Schon feuer ich dich mit der Kanone weg. Blöd, Mann. Du, Zappi, gräbt dich mal hier. Danke. Ja, weil ich glaube, der Marco vergisst die unter den Reihen, oder? Ja, nö. Irgendwie ja. Du machst doch nur zwei Blöcke hoch. Ich will auch drei Blöcke, hier sind komplett drei. Ja, und hier auf dieser Seite, da wo jetzt Dave steht? Das weiß ich nicht, wer da ist, wer da bunt. Da warst du doch gerade eben. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Dem Bauteam muss man da unten hinterher arbeiten, das gibt's ja gar nicht. Ja, Frau Zappi, das sind diese typischen Hilfsarbeiter. Was soll ich machen, wenn ich keine hab? Was Hilfsarbeiter? Straßenbauen lerne ich nicht. Muss flexibel sein, Pinecraft. Flexibel sein, das ist die Devise heutzutage. Ja. Ich lerne Berufskraftfahrer. Schön. Ja, siehst du, da kannst du auch ruhig Straßen bauen. Genau, das kann man kombinieren, sowas. Nee. Also die Straße selber bauen, auf der man fährt. Wo sind die Spitzhacken? Da, wo Marco sie hingelegt hat. Und hier wird wieder eine Reihe vergessen. Jetzt wird der Gang 2 breit. Ey, wenn ich auch bitte so frage, hätte ich gerne auch eine Antwort. Vielleicht liegt es daran, weil du zu leise bist. Oder du stellst die Fragen allgemein und niemand fühlt sich angesprochen. Kann auch sein. Gut, wenn ihr so... Sind die aus der Kiste schon draußen, die Spitzhacken? Schätze ich mal schon. Ich habe eben gerade noch eine Werkbank platziert, die ich selbst mitgebracht habe. Das ist gut. Also ich hab jetzt noch ein paar da, Spitzhacken. Hat mal jemand einen Snickers für Drachen? Wir sollen jetzt der... Moment, jetzt müssen wir mal kurz konzentrieren hier, Freunde. Weil wo sind denn jetzt, wieso ist denn das da so komisch? Was habe ich denn da gebaut? Ich habe keinen Snickers. Oh. Dann muss mir ein Buch. Was habe ich da komisches gebaut? Dave, hast du die Steinsäge? Ja, warte. Hier. Danke. Irgendeiner muss dann jetzt hier so eine Art Geländer oder sowas da machen oder setzen. Oh, Ramona, du hast jetzt aufgenommen. Warum? Die Steinsäge. Warum? Ja. Danke. Schenke ich dir zu Weihnachten. Wie viel Kabel haben wir nur? Ich habe noch genug. Okay. Also ich müsste auch noch was haben. Wer wollte Netherrack? Drachen. Willst welchen Drachen? Ja, da nehme ich gerne das Angebot an. Ne, oh, da warte, ich gebe noch mehr, weil ich brauche mehr Platz im Inventar. Ja, trink mal meinen Kaffee. Mach das mal. Genau. Also Kaffee ist zumindest gut, da sind viele Antioxidantien drin, die sind gut für die Leberreinigung. SWT. Wo muss ich jetzt weiterbauen? Ich komme nicht mehr weiter. Kannst du ja mal versuchen, in den Himmel zu gehen. Ach, da unten ich ist glaub, der Ich glaube, Drachen will wirklich heute im Meerschweinchenkäfig schlafen. Ich glaube, der Beischlafen im Meerschweinchen. Ihr kommt ja nicht mal so weit zu mir runter, also bitte. So weit runter will ich auch gar nicht, Drachen. Glaub mir. Du hast ja eh noch nicht alles gesehen in Deutschland. Das will ich auch gar nicht sehen. Ich glaube, die Folge muss wieder ab 18 gemacht werden. Ja. Du, tut mir leid, aber bei mir gucken auch 13-Jährige zu. So, ich komme jetzt erstmal da hin. Wo ist jetzt der Kabel?
Ah, das. Selbst. Was? Du hast Cobblestone für mich? Ja, hier. Ah, perfekt. Super. Der braucht jetzt Spitzhacken. Hier passt wieder was nicht. Wer? Ich. Wo bist du denn? An der Treppe. Und, ah, wo, da. Das und ist wo gut. Muss ich jetzt weiterbauen? Achtung, 1, 2, 3, 4 gebe ich dir erstmal. Ja, danke. Und hier ist ein Netherrack. Ja. Muss ich eher erstmal in den Ofen verschmelzen. Ja, ja, das ist richtig. Aber da baust du ja, schätze ich mal, wieder Trichter hin, ne? Und dann. Das habe ich schon alles fertig. Ah, oh, sehr gut. Hat jemand die Werkbank mitgenommen? Nö. So, jetzt muss ich mal gucken. Wieso dann ist denn da jetzt eine Fackel, die nach da guckt und da eine Fackel, die nach da guckt? Was habe ich mir denn da gedacht? Tja, Wahnsinn. Das weiß niemand. Watercave. Also, das ergibt ja gar keinen Sinn hier. Heute hat der Pinecraft den Neuer kennengelernt, der Pinecraft. Also, hier da hinten, den, Moment, die Fackel, die guckt jetzt nach da. Das bedeutet, dass hier hinten weitergehen müsste. Ich habe gestern hier meine Nachbarn kennengelernt, auf Unlimited World. Ach. Aber es ist ja eine gute Vorbereitung gewesen. Nachbarn. Wer hätte? Ich meine doch den, den Streamer, habe ich heute gepostet habe. Wo fahren wir denn, wo müssen wir jetzt eigentlich weitermachen? Moment, ich baue dir gerade den Weg hier hin. Ja, dass wir wissen, wo wir weiter. Frau Zappi, ja. Können die weiterarbeiten? Wo? Ja, wir können nicht weiterarbeiten. Nee, können wir nicht, nein. Jetzt müssen wir halt warten, oder? Wieso baust du eigentlich jetzt mit Blöcken? Ich dachte, wir bauen mit Slabs, um zu sparen. Ach so, da, du hast mir die gegeben. Na, du wolltest Cobblestone und ich weiß nicht. Ach so! Guten Morgen. Ich dachte halt, ne? Aber ich weiß nicht denken. Obwohl, denken, das sollte man ja den Philosophen überlassen, nicht wahr? Durch ja auch einer. Aus Happy. Ja. Stimmt. Wollte man nur so anmerken. Marco hat noch so gesagt, was wir jetzt machen mit dem. Mit dem anderen Projekt, was wir in der Folge noch schaffen wollten. Ja, ja, das klappt nicht ganz so, glaube ich. Also, ja, ich glaube, wir nehmen uns immer zu viel vor. Ich glaube auch. Wir können froh sein, wenn wir die Festung treffen. Ja, das kriege ich hin, Das ist ja gleich um die Ecke. Bist du sicher? Das ist ja gleich um die Ecke. So, Freunde, jetzt könnt ihr hier erstmal schön Cobblestone setzen hier. Guck mal, habe ich euch einen schönen Weg gemacht. Mein Slabs, wenn schon. Ja, es ist ein Viererweg, oder wie? Oder ein Fünfer sogar? Nee, ist ein Dreier. Wo? Wo siehst du denn hier? Man soll hier runter und dann wieder hoch, oder was? Ach so, nee, das ist die Mauer. Du hättest, ach, das ist eine Mauer, okay. Ja, das soll nicht in die Lava da reinfallen, weißt du? Ah, okay. Weil, ich glaube... Ja, gut, Dave, dann, das ist jetzt... Was machst denn du? Na, die Slabs setzen, die Marco gesagt hat. Ja, die Blöcke, die Marco gesetzt hat, das soll eigentlich Mauer. Eine Mauer darstellen. Das heißt, diese drei hier, die sind im Prinzip dann für Slabs dann, ja. Genau. Oh Mann. Also so wie es jetzt hier aussieht, soll es nachher aussehen. Richtig. Ja. Denke ich mal am einfachsten. Und Pinecraft meinte ja, dass man die ja dann so ein bisschen, ja, verschönern kann dann später, ne? Genau. Jo. Ich meine, das kann man ja mit Glas machen. Also ich denke da so an Frau Zappi, der hat ja da so momentan tolle Sachen gebaut. Rotes Glas wird gut passen. Rot würde gut aussehen, das stimmt. Oh ja, das ist eine geile, das ist eine gute Idee. Und ist günstig. Oder grauisch. Nein, rot. Das Schwarz wird ein bisschen schwierig. Wieso? Na, weil schwarzer Farbstoff ist ein bisschen schwierig, oder? Naja, also könnte man eine Farm bauen, ne? Boah, Alter, hier muss man richtig aufpassen hier. Ja, netter ist kein Spielzeug. Ich schaue dass wir noch nicht angegriffen werden hier bis jetzt. Kann noch passieren. Muss ich das auch noch machen, Dave, hier? Was denn? Da. Nee, hier müssen Stufen irgendwie, glaube ich, hin. Ah, das muss aber ja, Zappi machen. Das muss Frau Zappi machen. Frau Zappi, wir brauchen Stufen. Oh, Drachen, ey.
Also irgendwie sprach er heute wirklich eine Diva. Das war schon echt eine Diva, ey. Das ist krass, wa? Drache, was ist denn da los, sag mal? Wir das ist die zweite Aufnahme, die zweite Aufnahme. Ja, zweite Aufnahme. Wir brauchen dich. Was, du nee. Brauchst mich? Doch, nicht dich. Nicht dich. Was brauchst du denn? Treppen? Ja, da hinten. Da hast du Treppen. Wo? Da liegen sie jetzt. Da, wo ich jetzt stehe. Was braucht ihr? Was wird das, Marco? Ich hab die erstmal eingesperrt, da die Lava. Schokoladefabrik. Okay. Ist jetzt nicht. Oh. Lala. So. Was wird das? Gut, hier ist ein bisschen tricky hier. Da mach's doch besser. So. Nein! Lava! Was? Ich will nicht in Lava schwimmen. Doch! Nein! Doch! Und ich hab ein Problem! Regenerier dich! Gott! Was ist los, Ramona? Ich krieg die Treppen nicht hin! Bau dir doch eine Treppe! Wieso? Einfach hierher platzieren. Ja, hab ich aber, die gehen bei mir immer so. Da musst du weiter tiefer setzen. Also, unterhalb vom Block. Ich verstehe nur gerade nicht, wie wir jetzt. Hat dir der Drache noch nicht gezeigt, wie man Treppen baut, oder? Nein! Was heißt? Fabi macht so. Jetzt Lernmeister, oder? Tutorial. Tutorialmeister, okay. Tutorial. Was ist eigentlich hier, Watercavecraft, mit dieser halbfertigen Mauer hier, die du da gebaut hast? Die hört hier irgendwie mittendrin auf. Versuch da mal was zu machen da irgendwie. Ich sag da nichts dazu. Also ja, es wird angekaut und dann muss man es zu Ende machen. Unglaublich. Ich versuch jetzt erstmal hier irgendwie so ein bisschen Konzept reinzubringen. Das ist, also ich weiß auch nicht, war ich da betrunken an dem Tag, ey, wo ich das hier gemacht habe? Das war krass, ey. Was, bist du betrunken? Was hast du genommen? Ich glaube, ich war da betrunken an dem Tag. Ich weiß nicht, echt. Das kommt mir sehr merkwürdig hier vor. Was machen wir mit der Lava hier eigentlich? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Das... Also, die habe ich eingesperrt gerade. Die ja, das hast du schon mal gut gemacht, aber hier ist auch noch so ein Turm da oben hier, so ein Lavaturm. Wie gehen wir jetzt hier runter? Mit Treppen am besten, ne? Oder Slaps. Oder Slaps. Oder Treppen. Oder Eier. Oder Tomaten. Oder Frau Zappi macht das. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal. Papa Regas. Wie? Frau Zappi holt jetzt hier den Glowstone. Oder Nudeln. Oder Frau Zappi brennt wieder. Oh, wie immer. So. Aufpassen. Dave, hast du noch Kabel? Ja. Was willst du jetzt? Normalen Kabel oder? Ich spiele beides recht. Also wo normaler. Bist du denn jetzt überhaupt? Hier bin ich. Was gibt's? Weinkabel? Normaler? Ja. Irgendwie brauche ich was zu markieren. Danke. Den anderen auch noch, Frau Zappi. Mhm, stimmt. Das könnte besser sein, ja. Oder eventuell. Sollen wir dann vielleicht da irgendwie eine Glasfront dran vorbei machen? Ah, das wäre auch nice. Dass man nachher so Lava was sieht, weißt du? Ja, das wäre toll. Das sieht also diesen zweiten würde ich lassen. Den einen habe ich jetzt abgestellt, da wo wir den Weg nachher lang führen. Und super. Hier an die Seite könnte man zum Beispiel Glas machen, damit man die Lava sieht. Perfekt. Oder? Ja. Genau, so gute Idee. Ja, ist gut. Weil das ist schon ziemlich beeindruckend, dieser eine Wasserfall hier oder Lavafall. Lavafall. Weil dann können wir hier nämlich redet den. Er? Nein! Oh, da brennt jemand. Schon wieder. Ja, wer brennt jetzt schon wieder? Tiny Craft on Fire. Ich glaube, wir kriegen die Festung. Lösch dich. Also, wenn die Festung nicht gleich hier nehmen. Oh. Rip. Oh je. Okay, einmal eine Schweigeminute für Pinecraft. Ich sammle, versuche mal alles einzusammeln. Ich kann nicht alles einsammeln. Kann mal jemand kommen? Ich komme schon. Oh. Vorsicht, hier ist aber gefährlich, Leute, weil hier ist treibende Kies und der sackt runter in die Lava, ey. Das ist aber mal heftig hier. Ja, glaube ich dir. Warum macht ihr wieder?
What the fuck? Okay. Ich hab mich verguckt. Ich hab doch keine Ahnung. Ach du Scheiße! Oh. Was? Oh Gott. Was war denn das? Achso, oh, nee, das ist gerade. Ich dachte gerade, das, das ist ein Creeper oder so. Hab ich gerade gedacht, wo kommt der Creeper jetzt her auf einmal? Dahinter ist was. Der hat mich angegriffen. Oh, ich hab keine Pfeile. Marcel, wo bist du denn eigentlich? Ich hab hier lauter deine Sachen drin. Ich bin unterwegs. Soll ich dir helfen? Mir? Ja, dir, wem sonst? Hast du Pfeile? Nein! Hast du ein Schwert? Was? Glaub schon. So eine Holzkeule, oder? Ja. Boah, das Ding macht ja Geräusche. Ich glaube, Kabel jawohl. Kriegen sie ja nicht kaputt. Boah, Leute! Wie war das? Wir werden nicht angegriffen? Bis jetzt hatten wir ja Ruhe gehabt. Ja, bis jetzt. Eigentlich gar nicht. Ja, das ist doch der Gast. So. Ja, Marco, du wolltest doch immer Tischtennis spielen. Komm doch mal runter, du blödes Vieh. Ja. Das blöde Eier. Aber hier hat der das Bauteam aber geschlampt. Wo? Oh. Oder das Bauteam steht gerade unter Beschuss. Er ist nachher gemacht. Ach, oh, jemand hat, glaub... Ah, jemand hat die Pigmen... Oder? Das war ich aus Versehen. Ja, ich glaube, oh, nee. Da... Aber mich greifen sie bisher nicht an. Der Drachen rennt! Renn, Drachen, renn! Renn! Renn um dein Leben! Ja, yeah, Gas ist kaputt. So. Man hat's gehört. Jetzt helfen wir mal dem Drachen, oder? Nein, hallo! Mit den Zombie-Pigments. Aber die greifen nicht alle an, also ich werde nicht angegriffen. Nee, genau einer ich mich auch. Also scheint wirklich nur der angegriffen werden zu werden. Drachen verstrickt sich bis zum Folgenende in dem... Drachen ist hoch! Oh nein! Dave? Ja? Du hast meine Sachen eingesammelt, oder wer? Nee, ich konnte ja nicht, mein Inventar ist ja voll. Ramona, hast du noch Treppen? Hast du nichts mehr? Ja, wo bist du? Ja, dann ist alles. Also, mir fehlt im Grunde so gut wie meine ganze Rüstung. Ich habe nur den Helm. Scheiße. Dein Helm, ja, dann da war ja nicht schnell genug. Ja. Ich konnte ja nichts einsammeln, weil mein. Au. Wieso greift denn der Pigman an? Ja, Kerl, aber ich Ramona, oh Gott, der killt jetzt alle! Die killen jetzt alle nacheinander! Die Pigman! Oh nee! Oh, das wird lustig, Leute. Oh! Ich flüchte mal so Watercave-Crafter. Also mich greifen die nicht an. Ich hab gar nicht. Erst wenn sie den Pinecraft gekillt haben, ist der nächste dran. So sieht's aus, glaube ich. Ich hab gar nichts gemacht. Oh, ich kann Leute eure Warum Sachen. Sollten sie mich killen? Ja, wieso greifen sie nicht an? Hast du erwischt, oder? Die haben dir doch gerade Schaden gemacht. Die kommen ja gar nicht mal an mir ran. Die kommen alle an zu Frau Zappi. Oh Gott. Was? Nö. Oh Gott. Oh, es werden immer mehr. Was? Wo seid ihr denn? Ich glaube, Dave hat ein bisschen einen Knick in der Optik oder was? Nein, hier. Ja, Pinecraft. Der ist nicht Frau Zappi, der Pinecraft. Marcel. Wow. Marcel. Tja, ich bin halt beliebt. Na, mich greifen die nicht an. Oh, aber das sieht echt geil aus. Ey, wie so Fanclub. Ja. Der Pinecraft-Fanclub. Hast du ein paar Groupies, oder? Ja. Und komm noch mehr. Ich will auch. Yeah, yeah. Ja, Zombie-Pigman, da brauchen wir Tonkosten. Schon ein schönes Schauspiel. Die sind garstig. Warum schlage die, tun die Spieler wieder tönen, wenn sie wiederkommen? Ja, die Zombie-Pigments haben mich Verbrennen geschützt. Von denen die Erfahrung haben. Und ich schätze mal, die wurde von euch. Also, es kommen jetzt keine mehr. Ich glaube, die können wir jetzt abmähen, oder? Ich glaube auch. Ja, aber komm. Beim Weg ist noch einer, der kann ich eh nicht.
Der ist, kann ich eh nichts machen. Eure Sachen sind noch hier, ja? Ihr müsst mal langsam einladen. Marcel, dein Inventar ist leer. Sammeln wir mal hier die Sachen. Ich bin auch hier ein bisschen ruhiger. Das Baby-Pigman auf einem Huhn. Ich bin hier voll am Konzentrieren hier. Da reicht ein Baby. Sind ja hey, wir hatten Marcel jetzt schon wieder. Echt extrem hier. Zombie-Pigman. Deswegen gesagt, wenn wir Bier trinken. Ja, jetzt greift er mich auch an, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich geh jetzt raus, mir reicht. Du hast ihn geschlagen, das reicht schon nee, aus. Nee, ich hab ihn ja nicht geschlagen. Ja, oh, nicht scheiße. Den, aber einen anderen. Ich hab gar keinen geschlagen, ist doch scheiße. Sie fallen wie die Fliegen. Also, wer hat jetzt hier noch eine zusätzliche Eisenrüstung bei sich? Na, mich nervt es gerade. Und ein zusätzliches Schwert. Ich auch nicht. Gebackene Kartoffeln und hab ich auch nicht. Brot habe ich dabei gehabt. Ich auf jeden Fall. Ich bin der Nächste. Ganz ehrlich, wie sollen wir in dem Nether jetzt weiterbauen, wenn dann dauernd diese Zombie-Pigments uns umbringen? Dann lasst euch mal alle umbringen, dann tun sie euch nichts mehr. Nee, das ist aber nicht wahr. Da hat sich wirklich was geändert, glaube ich. Nee. Eigentlich nicht. Normalerweise dürfen muss ich Steinsäge jetzt eigentlich. Ich bin gerade an zwei vorbeigelaufen, ja, die greifen mich nicht hier an. Wer hat denn die Steinsäge? Da bist du doch vorhin gestorben, oder? Ich bin nicht gestorben. Weil ich habe eine Steinsäge entdeckt. Hast du bei dir? Ich hab Eisenrüstung. Was ist denn das? Achso, ich hab schon eine Halluzination, Alter. Ich muss erstmal ein Bier trinken hier. Ist noch Platz in die Truhe, dann mache ich das. Oh. Ey, war da zu weit weg gewesen? Keine Ahnung. Die Rüstung ist da in die Truhe drin und die Säge auch. Aha. Ja, okay. Kartoffel auch, Quarz auch. Schild auch. Mach Spitzhacke rein. Also irgendwie ist es hier ein bisschen komisch. Ich sammle mal ein, was hier auf dem Weg ist. Na, das ist meins. Bin gerade auf dem Weg. Okay, war nicht nur deins, nehme ich an. Ziemlich glaube nicht, dass du zweimal gestorben bist, Dave. Doch. Ich bin zweimal gestorben. Wo sind meine Sachen jetzt? Drachen, wo ist die Steinsäge? Wo ist die Kiste? Beziehungsweise, wo ist die Kiste? Da, wo ist sind meine Sachen? Wo? Wo Pinecroft. Ah, da. Jetzt, ich sehe sie. Marcel, wo hast du meine Sachen? Sollten hier drin sein. Bei dieser Truhe. Noch irgendwas? Steinschwert gehörte mir nicht. Das gehört mir auch nicht, das auch nicht. Ich tue die andere Sache. Oh, hier ist noch mein Essen. Meine Brote fehlen noch. Pfeile. Hat jemand meine Brote aufgesammelt? Ich hab sie nicht. Ich bin hier vorne an der Front. Nee, also. Ich hab auch keine. Ich hab nichts. Die aber Front war gerade eben hier hinten. Water Cave Crafter. Ja, ich meine, das vorne war ein Gemetzel. Front ist gut, immer vorne. Gut, dann muss ich jetzt raus und mir was zu essen holen. Oh, ich habe auch keinen Bock mehr auf Nether. Nee, weil meine ganzen Erfahrungen sind weg. Nur wegen den scheiß Zombie-Pigment. Ja, dann holt ihr doch neue Erfahrungen. Wir haben doch schon Caves bei der Farm. Ja, das ist halt Minecraft. Kein Problem. Das ist halt Minecraft. Minecraft stirbt man halt. Ja, nicht, wenn man hier aufpasst. Ich passe ja mal auf. Das kann ja jeder. Dann hast du jetzt wohl nicht aufgepasst, Dave. Nee, ich konnte ja. Ich glaube, ich habe doch dein Brot, Dave. Okay. Ja. Danke. Ja. Hat einer von mir mein Schwert? Hallo, geht's mal? Jetzt. Nein. Marco, was ist mit dem Boden? Wie, was für ein Boden? Also ich bin gerade dabei hier. Das da hier alles. Ja, das muss ich noch mal. Auch raus. Ich habe nicht so viel an Steine. Ja, ich habe doch die Steine. Ah, das ist gut, weil ich hatte nicht so viel. Beziehungsweise Slabs. Ja. Ich habe auch die Steine dabei. Aber jetzt greifen die einen nicht mehr an. Ich hoffe. Das kann man ändern. Ja. Das kann man ändern. Nein, nein, das ändern wir nicht. Weil dann verspreche ich euch, dann könnt ihr den Gang hier allein weitermachen. Dann bin ich raus. Dave. Die müsstest du dann angreifen. Ich brauche mal
Nee, ich habe ja vorhin gar nicht angegriffen. Man sieht ja auch mal. Steinsäge. Ist die Steinsäge? Moment. Ja. Sicher? Ja, 100 pro. Ich muss mir was. Wer gehört der Eimer? Also ich hab die Pigment abgemäht und die haben mir nichts gegeben. Ich glaube, die haben uns verwechselt, Dave. Wir standen nebeneinander und haben gesagt, oh ja, die sehen sich so ähnlich, dann nehmen wir halt mal den da. Hat jemand die Steinsäge? Ich hab Hunger. Hat ja, jemand die Steinsäge? Ich hab sie gerade. Hier ist gefährlich. Wo? Ach so, oder hat jemand, weil ich muss jetzt immer eine neue Slap machen. Ramona hatte die Steinsäge. Warte, lass mal. Ah, gut, die steht da. Marco, ich bin wieder da. Ah, schön, freut mich. Ich mache die rechte Seite. Ja, rechts ist immer gut. So. So, wir müssen aber jetzt weiter nach rechts, weil da ist die nächste Fackel. Okay. Also ich glaube hier hatte ich was gesehen gehabt. Warte, ich gucke. Ja. Ja, perfekt. Dann checken wir mal aus. Wieder so ein Pilz hier. Wo ist die Fackel? Ah, da! Alles klar. So, wo geht das jetzt hin? Ich hab Hunger. So. Darüber, wir können weiter geradeaus. Warum hast du nichts mehr? Nein. Dann komm mal zu mir. Wo bist du? Warum, wo bist du? Hier wieder entlang. Ja. Warum mal ein bisschen Quarz haben, dann krieg ich wieder Erfahrung. Stirbst doch eh wieder. Wo bist du? Nee. Komm mal her. Ja, ich hätte gern ein bisschen Glowstone. Hasch? Ja. So. Boah, ist das gut. Was machst du? Schleim. Also hier geht's überdacht weiter. Oder machen wir nicht überdacht? Ja, ich würde sagen, schon überdacht wegen diesen komischen Viechern da. Denke ich auch. Da sollte mal einer noch mal hier, wo wir jetzt gerade sind, hier so ein Dach ziehen vielleicht. Das wäre nicht verkehrt. Vielleicht auch. Aber das würde ich machen, wenn wir dann das verschönern, oder? Ah, okay, gut. Ja, würde ich auch. Ich würde erstmal nur den kompletten Weg erstmal sagen. Ich glaube auch, dass wir erstmal den Weg machen. Weil sonst. Das sollte für diese Folge auch reichen. Das glaube ich auch. Erstmal. Ja. Ich weiß ja gar nicht, bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich. Wir haben jetzt 48 Minuten, wir sind noch sehr gut in der Zeit. Ich hätte zwar gedacht, dass wir das Ganze hier in 20 Minuten fertig kriegen, aber ich habe irgendwie geirrt. Wie war das mit 20 Minuten? Ja. Naja, Marco. Warte mal. Wir wollen ja nicht über das Abbauteam reden, war verzappt. Genau. Da, wo der Bruchstein ist. Moment. Wären natürlich so eine Leute wie verzappt und ich da gewesen als Abbauteam, dann wären wir, glaube ich, schon längst nach 10 Minuten fertig. Pass auf, beim nächsten Mal, Dave, da sind wir da dran. So. Ich höre schon wieder so einen Gast. Ja, ich auch. Was hab ich schon wieder hin? Hier. Was heißt denn hier? Hier drüben. Ich sehe die nirgendwo. So, jetzt sind wir parallel dazu. Vorsicht. Also ein tiefer. So. Ich hab mal hier den Weg zugemacht. Bitte die. Zappi, gehst du hoch oder soll ich? Ach, wir machen einfach. Was meinst du? Wir gehen ja einfach aus so rum, du guck mal, ist doch kein Problem, das können wir machen. Okay. Achso, die Lava abstellen hast gemeint. Wir machen das einfach hier außen rum. Hier, guck, machen wir so. Leute, und ihr lasst die Zombie-Pigments in Ruhe. Wir sind keine guten Zeitgenossen. Da können wir. Wäre fast Ende bei mir wieder reingelaufen. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, Dave. Genau, Dave. Nein. Hört Dave. Ja. Vertrag. Kein Spaß. So. Und der Verzappi auch. Ne, noch weiter runter nicht, oder? Frau Zappi, hier kommt doch wieder der Boden, oder? Ja, eigentlich egal. Ja, da machen wir das hier. Du hast recht. Also das so. Wer hat eigentlich die Werkbank eingesammelt?
Marco, darf ich dir jemand neuer vorstellen? Wen denn? Der lieber Joshua. Wen hast du denn da wieder aufgegrabelt? Den hast du wieder angebaggert. Nee, ich hab schon die ganze Zeit mich gewundert, dass du da so inaktiv warst. Und deswegen war ich da so ein bisschen verdattert. Also das ist, wo du vorhin gepostet hattest? Ja, der Streamer. Den kenne ich von früher. Also der Peter? Nein. Ach, wieder ein neuer. Ich hab dir doch erzählt von dem Server damals, den Mindstorm. Das ist schon runter von dem. Ah. Ganz kurz, Drache, ich muss mich ganz kurz konzentrieren hier. Feindecraft, warte mal ganz kurz. Hä? Ich will mal kurz gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Was ist denn das? Ah, cool, da ist so ein Teil hier. Warte mal, den hol ich mir mal eben. Ich glaube, wir haben uns in die falsche Richtung gegraben. Oh, sorry. Hey! Marcel! Ich bin runtergefallen gerade. Ich werde auch. Ich werde gleich auch ein Zombie-Pigman. Hier! Geh mal zur Seite hier. Hier, Goldschwert habe ich. Moment. Alter. Geh mal bitte zur Seite, danke. So. Alter, was war denn das? Wieso machen die so krass Schaden? Ist es normal? Wer denn? Also ein halbes Herz runter? Nein, machen immer einen Schaden. Und wer die großen? Denn? Hier, diese Ziehharmonika ist hier, diese Feuer. Weiß ich nicht. Ey, ich bin auf einem halben Herz runter. Alter. Ich habe gar nicht geachtet, dass ich hier was essen muss, weil ich bewege mich ganz bequem, buddel ich hier ein bisschen. Ja, das habe ich vorhin aber auch fast vergessen. Alter, krass. Das muss ich mir in der Aufnahme auf jeden Fall mal angucken. So, also. Jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Und ich stelle die Festung. Wo? Das da. Da oben. Ja, wir nähern uns jetzt langsam. Wir sind gleich da. So, das heißt also hier erstmal jetzt nach oben. Ich muss noch mal ein paar Dinger machen. Wo hast ist du noch? Das? Hier. Bin ich. Also das muss jetzt hier hoch erstmal. So. Hier würde ich zumachen. Hier? Ja. Oder? Und jetzt hier geht's nach oben. Und dann würde ich da so rumbauen. Also vielleicht hier eine Gerade. Hast du nochmal eben Cobblestone für mich, Dave? Hier. Was machst du? Langsam geht er mir auch aus. Hast du? Okay, ja, ich hab ihn. Also ich hab noch was. Also so, ich hab noch etwas. Dann machen wir hier einfach. Machen wir jetzt hier eine schöne Begrenzung hin. Dann müssten wir ja direkt drauf zukommen. Tolle Begrenzung. Ja, also wo ist der Drache jetzt hier schon wieder? Weiß ich doch nicht. Machen wir hier 3 hin. 1, 2, 3. Das heißt hier hin, zack. So. Ich passe ein bisschen den Weg an. Ich sehe dich aber hier nicht. Huch. So. Ich glaube, die Treppenstufen sind hier ein bisschen zu viel, oder? Ja. Man kann die umbauen. Man kann nie zu viel haben. Wo bist du, Drachen? Ich habe mir gerade noch mal ein paar Steine geholt. Ein paar Nettersteine. Ah, nein, nee, das ist nicht gut. Ich dachte Bruchstein. Nein. Werkbank? Brauche ich nicht. Habe ich hier eine? Was? Stöcker? Habe ich nicht. Frau Zappi hat doch immer alles im Inventar. Jo, Marcel, komm her, ich gebe dir welche. Wie viel willst du? 3? Ich? So ein hier. Paar, damit ich ein paar Spitzhacken mache. Ja, hinter dir, Marcel. Achso. Danke. Oh. Einen kriegst du wieder. Oh, danke. Bester hinter die Festung. Richtig. So, jetzt haben wir kein Kabel mehr, dann müssen wir das jetzt anders machen. Ich hab hier ganz viel. Na, ist egal, wir können es auch später fahren. Mach erstmal so, dass der Weg fertig ist. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier den Weg hinbekommen. Jo, Alter. Ja, so, oder Marco, der Weg? Genau, nein, nein, so genau. Einen? Richtig. Huch. Ich hoffe, ich verbaue mich jetzt hier nicht.
Das wäre blöd. Das kennen wir schon. Was? Dass er die verbaut? Ja. Wir hatten die Steinsäge. Ich? Warte. Hier. So. Jetzt sollten wir uns eigentlich diagonal auf dem... Ja, Zombie-Pigments und ich wären keine Freunde mehr. Ja, die sind übel, aber die können wir nachher schöne, schöne Goldfarm bauen und eine super XP-Farm. Aber dann jagen die uns doch immer, oder nicht? Nee, auf dem Netz, die machen das auf dem Dach, das ist der Satz. Achso. Drauf. So. Heiliges Brot, wann gibt's am Abendbrot? Heute nicht. Heute muss Drachen hungern. Oder ist das, was Meerschweinchen kriegt? Morgen ausgeschlafen. Mama muss jetzt warten. Drachen teilt sich das Abendessen mit Meerschweinchen. Ja. Oder ist das dem Meerschweinchen weg? Das arme Meerschweinchen. Das arme Meerschweinchen, ja. Ich schick dann euch das Foto. Was, das Foto oder das Futter? Ich schick euch dann das Futter. Das Futter? Ja. Dann wird ja hungern. Ja, es macht nichts. Macht nichts, okay. Das esse ich auch als dreimal täglich. Sehr echt? Gesund für die Marke, ja. Gut für die Zähne, denke ich auch. Ja, wie Karotte, Sellerie, Gurke. Sehr gesund. Hier ist übrigens der Eingang, kann man da einen Salat draus machen, oder? Hochgemacht, Frau Zappi, ne? Den hattest du ja auch gefunden gehabt. Wie bitte? Diesen Eingang dort unten, den ich dann beim allerersten Mal hochgemacht habe. Ja, den habe ich dann beim Rausgehen, habe ich den dann entdeckt. Genau, das habe ich dann gesehen gehabt. Weil ich dachte, du siehst ihn wegen der Fackel. Weißt du, guck mal, da unten wäre die Fackel gewesen. Ja, ich glaube, ich bin einfach vorbeispaziert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Genau, weil da ist die Fackel. Weißt du, wo der Wicht dann da unten ist? Mhm. Salat ist doch für Meerschweine. Später können wir das ja mit Leitern machen oder so, weil ich glaube, Wasseraufzug würde hier eh nicht funktionieren. Im Netz auch. Nein. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin mit dem Weg? Wieso? In die Höhle. Hier runter, da ist schon ein Weg jetzt aus Cobblestone, also einfach jetzt hier runter. So gucken, dass wir jetzt so drei Blöcke tief dann halt sind. Also 1, 2, 3. Jetzt würde es dann hier weitergehen. 1, 2, 4, 6, 3, so. 10. Dann So halt, ne? Wo ist denn eigentlich die Festung? Die müssen wir langsam machen. Na, da ist sie doch vor dir, vor deiner Nase. Direkt vor der Nase. Ja, ich bin schon müde. Ja, das ist der Teil da, das Schwarze da. Aber wo kriegt man... Das ist aber nicht schwarz, das ist rot. Das ist bei dir rot? Ja. Hä? Also Nether-Ziegel sind bei mir immer schwarz, also... Aber ich weiß jetzt nicht, wo man jetzt hier weiter... Dunkelbraun, würde ich eher sagen. Hä? Bei mir sind sie gelb. Hä? Und Tappi will mich ja verarschen. Nein, ich doch nicht. Doch. So, das ist doch super. Schön. Der Frau Tappi versäckelt immer gern Leute. Nee. Perfekt. Ja. Doch. Das hast du nur geträumt, Ramona. Er hat nichts anderes zu tun, als uns zu verarschen. Ja, genau. Nur deswegen ist er auf die Welt gekommen. Genau. Die einzige Aufgabe geben. Aber Leute, wo soll jetzt der Weg weiter? Wie geht's jetzt weiter? Ich bin jetzt hier komplett, keine Ahnung. Bin schon dabei. Nimm doch einfach mal GPS. Nee, ihr müsst einfach mal richtig graben. Ich habe keine Ausbildung, sorry. Aber blöd Schwätze brauche ich. Brauchst du Glowstone, Dave? Was? Brauchst du Glowstone? Ja. Hier. Baut mal hier jemand Treppen. Oh, daraus kann man aber noch nicht so viel machen.
Und einmal hier den Weg. Komm, ich bin ja nicht so gemein. Wo bist denn? Hier. So, komm, Dave, ich geb dir was. Vor Zappi, nee. Nee. Verarsch mich du wieder. Nee, hier. Ja, Marcel? Ah, danke. Einmal bauen. Wie bitte? Einmal bauen. Na, okay. Frage, wo kommt jetzt der Weg lang? Hier hoch. Die Dinger müsste man ja auch mit Stein abbauen können, glaube ich. Was? Hier diese Teile, ja, diese Ziegel. Ja, die kannst du mit Stein abbauen. Meine ich doch, dann kann man nämlich hier den auch nochmal ein bisschen verbreitern. Das müsste sogar klappen. Was du beschreit? So. Na, hier sind wir ein bisschen weit rüber, ha? Huh? Dann hier einmal noch zwei Treppen hin. Wo? Dass auch halt zwei hier. Leute dann hier hoch. Hier? Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Gas. Oh ja, das ist ein Gas, da müssen wir auf die Seite. Da ist nicht ganz ohne. Ah, ich brenne. Oh, der ist aber sehr aggressiv. Der ist aber echt aggro. Wo ist er eigentlich? Da drüben. Wo ist er? Da. Deswegen bin ich in die Festung reingegangen. Ja, das ist clever. Da kann er den ja wieder am Tisch stehen. Der hat es definitiv auf den Dave abgesehen. Ich bin weg. Dave, du. In die Festung, Dave. Du bist heute Dave ist heute das Opfer. Dave, geh lieber in die Festung. Hier da bin ich jetzt in der Festung. Frau Zappi. Ja. Schatten? Moment, ich muss mal schauen. Ich habe gar keine mehr. Will ich einmal heute ein bisschen Galli-Galli machen mit euch, und ihr sind alle andersrum, dann so hüpferum. Nee, wir sind nicht andersrum. Das verwechselst du jetzt aber. Wo wolltest du die Treppen? Hier. Hier. Boah, da hat hier alles in die Luft gesprengt. Den Sack. Sonst. Ich wollte euch mal um den Gas, dass wir weiterbauen. Weißt du warum? Weil ich noch zwei Plätze. Wir bauen doch weiter, es geht auch mit Gas. Nee, bei mir nicht. Gib mal mehr Gas her. Was? Gas her? Gas, mach Gas. Kann man das jetzt so machen eigentlich, dass man da noch durchpasst? Probier es aus. Das geht leider nicht. Mit Slaps geht's auch nicht, so würde es gehen. Was? Slaps? Ah, die Gas, die haben man auch andauernd rum. Das ist eine Katze, glaube ich. Was? Ich glaube, das ist eine Katze, die Geräusche. Nein. Was denn dann? Ab. Das ist die Gas, wo es so dann halt blöd lacht. Nein, unsere Katze kann es gar nicht sein, weil... Nein, ich meinte der Gas, das Geräusch. Das ist ursprünglich meine Katze, glaube ich, gewesen. Nee, glaube ich nicht. Weil... Ja, Hört sich doch nicht an wie eine Katze. War das nicht die Katze von Notch gewesen? Was? Er hatte eine Katze? Ja, ja, Nilpferd bestimmt nicht. Also, das ist. Also. Nee, ich glaube, das ist eine Katze. Hat die immer noch Stufen? Nein. Ja. So, in der Festung selbst könnte er jetzt theoretisch auch noch Stufen platzieren. Das wäre jetzt machbar. Also, wir sind jetzt tatsächlich. Wir hier drin. Und hier noch. Was ist das denn hier? Hier und da oben noch, hier. Die ist ja da. Ach nee, das geht ja. Stufen oder Treppen? Nee, wir haben schon. So. Habt ihr schon, okay. Also V-Zappi war mal wieder zu langsam. Der V-Zappi baut auch was anderes gerade. Ach so, ja gut, das ist auch wichtig. Ja. Machen wir hier die andere Seite. Okay. Gut, hier sind wir safe. So, der Weg ist wir haben es geschafft, eigentlich... also wir sind definitiv jetzt in der Festung drin und wir haben jetzt einen Weg. Also, danke an das Abbauteam, danke an das Bauteam. Haben wir doch wieder hingekriegt mit unserer Chaos-Truppe hier. Bau das Abbauteam ziemlich zu wünschen. Nein, ja, jetzt müssen wir nur noch hier gucken, ob wir da Stufen reinbauen wollen, ob das überhaupt funktioniert könnte, aber ich glaube, dann nehmen wir zu viel weg. Also ich glaube, hier müssten wir es so machen, bis wir später eine Leiter haben. Ja, denke ich mal auch. Ne, und die nächste Aktion, die wir jetzt machen müssen, ist einen Spawner suchen. Und so. Ne, wenn wir dann den Spawner haben, dass wir dann den Weg von hier natürlich zum Spawner dann hinbauen.
dass es ein bisschen einfacher ist. Ich weiß ja nicht, wo der nächste Spawner ist jetzt. Ich habe noch nicht gefunden. So, wir haben jetzt auf jeden Fall... Hey, Glückwunsch, Marcel! Hey, Heidecraft. Glückwunsch! Danke! Heidecraft hat es auch mal in die Festung geschafft. Sehr gut. Wie kriegt man Erfahrung, wenn man reingeht? Hm. Ja. Ich habe keine bekommen. Erfolg. Ja, du musst ja nach oben. Ah. Ja, klar. Geh nach oben und verbrenne wieder. Wieso? Da ist eine Lore. Die darf eine Lore gewesen. Die möge dich. Ah, ich höre sie schon. Ja, Mensch, super. Was war das denn? Schaut mal auf Timer. Ja, die Lore ist jetzt da oben. Wie soll man da nach oben kommen? Ah. What? Ups. Ach so, hier. Ach so, wie sind die hier reingekommen? Weiß ich nicht. Wieso ist denn da offen? Wo? Da Muschi. Oben. Habt ihr die jetzt gekillt? Warte mal, mach mal zu hier. Zumachen. So, zu. Baut hier noch weiter, oder? Ja. Ja. Ist zu. So, sind wir da. Wollen wir uns dann verabschieden hier? Folge jetzt um. Wir haben ja. Jetzt 65 Minuten. Jo. Ja, würde ich sagen. Machen wir hier noch einen Screenshot für die Thumbnail, oder? Würde ich sagen. Ja, ist doch keine schlechte Idee. Den kannst du mir dann auf Facebook Festung. Schicken. Wo wollen wir uns denn stellen? Hier so? Dann, ja, warte, da müssen wir aber kommen. Warte, da müssen wir aber zu ja, euch. Alle hoch hier. Haben wir hier irgendwo eine große Fläche? Na, geht doch so, oder? Also hier geht's, glaube ich. Ja. Na, Drache, warte doch mal auf mich. Wir können ja so machen, dass wir hier hinten so zum Beispiel einer stellt sich hier noch auf. Guck mal. So. Ja. Dann mal drei hier oben und drei unten. Das müsste klappen. Das passt schon. Warten wir mit mir, sind noch nicht da. Ja, wir warten hier auf euch. Nur Drachen keine Eile, doch, ne? Drachen kann doch fliegen. Nee, ich bin ein Drache ohne Flügel. Ah. Ja, okay. Ich bin ja schon wieder ohne Rüstung, sehe ich gerade. Ich bin halt ein richtiger Bauer. Ja. Wie, du bist ein Bauer? Ja, genau. Yo. Bauerberuf. Achso, das erklärt alles. Drachen, nach unten sollst du gehen. Nicht vorbeilaufen. So, sind wir alle drauf? Ja, aber Drachen muss doch neben mich stehen. Ah, Drachen umdrehen einmal. So. Nee, Drachen steht noch nicht richtig. Einer müsste vor Marco. Ramona von mir, ja, so ist und gut. Drache und Drachen nehmen in Richtung vor Marcel. Marco. Schickst du mir dann das Bild? Super. Ja, jetzt. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, was das wieder gewesen mit unseren Chaos-Friends. Ich war heute mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen konzentrierter hier, weil ich an der Front hier warne, da aufpassen musste vor Lava. Die anderen haben Schlachten ausgeübt. Ich muss mir das alles mal angucken. Sieht bestimmt interessant aus. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen, Freunde. Bis dahin, tschüss und ja, tschüss. Noch einen Start. Tschüss. Tschüss. Sorry. Der Dave ist mir ins Schwert gerannt.